Wagen wir mit einem, den wir auch später in der Expertenrunde sehen werden, einen Blick auf die Vergangenheit, was Zinsen angeht, auf heute und den Blick in die Zukunft. Über die Grenzen seiner Heimat Düren hinaus, bekannt aus Presse, Funk und Fernsehen, als ehemaliger Leichtathlet, man sieht es dem Körper noch deutlich an, wird dieses Jahr im Dezember, ähnlich wie die Baderbank, einen runden Geburtstag feiern. Ich nehme an, das ist der 30. Herzlich willkommen, Robert Halver. Gott, meine Damen und Herren, freue mich, bei Ihnen zu sein. Danke für die halbwegs freundliche Einführung. Ich habe Schlimmeres erwartet, ja. Ja, meine Damen und Herren, 40 Jahre Baderbank heißt natürlich auch 40 Jahre Zinsgeschichte. Und die hat es, Oliver Riedl hat es gesagt, natürlich in Sicht. Wir wissen ja alle, der Zins hat eine sehr markante Funktion in der Volkswirtschaft, bei den Finanzmärkten. Er ist Zuchtmeister, ist Gaspedal, Bremspedal, geht rauf und runter, in letzter Zeit und in den letzten Jahren eher runter. Und vor allen Dingen spielen natürlich die Notenbanken eine ganz entscheidende Rolle, meine Damen und Herren. Früher hat Inflationsbekämpfung noch richtig Spaß gemacht. Heute hat man andere Hobbys, heute geht es um Konjunkturstabilität. Wenn man einfach mal schaut, 83, die 80er Jahre, da lag der Notenbankzins, damals der Diskontsatz der Deutschen Bundesbank, oberhalb der Inflation. Das war Inflationsbekämpfung. Und wenn Sie jetzt mal schauen, Sie kennen das alle, als dann die Finanzkrise angefangen hat, war es vorbei mit der Inflationsbekämpfung. Teilweise waren wir ja auf extrem niedrigen Niveaus. Und wenn ich da mal eingearbeitet habe, wo der Pfeil ist, wenn man davon ausgeht, dass ja unsere La Mer Monetaire, ne, Christine Lagarde, die sich ja mittlerweile als Zinspäpstin verkauft. Das ist vielleicht der Grund, warum es so viele Kirchenaustritte gibt. Aber ein anderes Thema kommen wir noch zu. Wenn Sie sehen, dann im Juli nochmal eine Zinserhöhung kommt, sind wir immer noch im negativen Bereich. Sie wissen, die Welt musste gerettet werden seit 2008. Das hat man mit dem Florett gerne gemacht. Aber das Florett der Geldpolitik, der Zinspolitik reicht nicht aus. Man musste auch den Säbel nehmen. Man musste durch die Liquiditätshosse dramatisch natürlich dann auch Schuldenländer auf Vordermann bringen, sie sollten sich refinanzieren. Und bis heute, auch wenn es angestiegen ist, macht im Grunde genommen Schulden machen richtig Spaß für die Finanzminister, denn nach Inflation bleibt nichts übrig. Das heißt für die Zinssparer Entreicherung, aber für die Staaten Entschuldung. Und nach wie vor wird das großartig dann gefeiert. Und meine Damen und Herren, jetzt kann man die Frage stellen, wie kann denn das jetzt weitergehen in Zukunft? So, da stellen wir fest, zunächst noch einmal, die Notenbanken dieser Welt, wenn Sie hier einfach mal sehen, Anteil der Notenbankbilanz als Prozentsatz der Wirtschaftsleistung, als Näherungsgröße, wie stark der Einfluss der Banken, der Notenbanken ist. Ich könnte auch von Staatsfinanzierung sprechen. Dann sehen Sie, das hat ja sich dramatisch nach oben bewegt. Spätestens 2020, Corona, ist nochmal ein Schwung reingekommen, hat man noch massiv in den Markt eingegriffen. Ich nenne das Planwirtschaft. Überlegen Sie mal, die Rentenmärkte waren mal die sensitivsten Finanzmärkte, die wir hatten. Und mittlerweile sind es eindeutig eben dann auch planwirtschaftlich bestimmte. Jetzt kann man einwenden, ein halber Moment, da geht es aber doch ein bisschen runter. Das kann man jetzt, kann ich persönlich beantworten. Herr Riedl hat ja meine Leichtathletikkarriere erwähnt. Ja, ich war Kreismeister im Kugelstoßen, ja, um das mal zu sagen. Ja. Okay, es haben nur zwei teilgenommen, aber ist ein anderes Thema. Gut, da sehen Sie, es geht jetzt was runter, meine Damen und Herren. Das ist aber wie mit dem Abnehmen und Idealgewicht. Hier unten wäre Idealgewicht. Das nennt man Abnehmen, meine Damen und Herren. Glauben Sie mir, ich weiß, wovon ich rede. Und meine Damen und Herren, ganz wichtig natürlich, 2020 ist dann auch die Distanz, die kritische Distanz der Notenbanken zur Finanzpolitik definitiv aufgebrochen worden. Sie kennen das noch aus Bundesbankzeiten, zumindest die Älteren unter Ihnen. Früher war das wie Katz und Hund, wie Öl und Wasser. Man vertrug sich nicht. Man hat sich nicht vermischt, aber man hat den Rettungssyndrom dann definitiv für sich auserkoren und gesagt, wir müssen eingreifen, damit die Konjunktur stabilisiert wird, der Euro bloß nicht nochmal eine Euro-Krise empfängt. Das heißt, dieses Credo ist eindeutig. Ja, und jetzt haben wir eben grundsätzlich den Salat. Jetzt sind Geister gerufen worden, wovon ich überzeugt bin, die kriegen wir nie wieder weg.
Man ist reingegangen und geht jetzt nicht mehr raus. Das ist das große Problem. Und wenn man jetzt die Unabhängigkeit einer Notenbank mal beleuchtet, wird ja mal gern gesagt, die Notenbanken sind unabhängig. Wenn Sie Politiker sind, wer würde mich denn als Notenbankchef ernennen? Sie. Egal, ob ich jetzt, wenn ich jetzt stabilitätspolitischer Anhänger wäre, hätte ich keine Chance. Glaubt denn irgendjemand, dass eine Christine Lagarde Notenbankpräsidentin geworden wäre, wenn man eine Stabilitätsvision nach wie vor hätte leben wollen? Nein, natürlich nicht. Sie ist die Idealbesetzung. Und weil Sie natürlich jetzt charmant, wie Französinnen auch sind, natürlich irgendwo die Inflationsbekämpfung dann verkauft, aber de facto nicht leistet. Und der Staat macht ja weiterhin Schulden, meine Damen und Herren. Sehen Sie die blaue Linie allein für die Eurozone. Es werden weiter dramatische Schulden gemacht. Und wenn Schulden gemacht werden, kann man das versuchen mit Umetikettierung, Sondervermögen, ja, wie Christian Lindner das macht. Und sage ich mal, Patrick Lindner ist aber der Sänger, glaube ich. Nein, ist es nicht, meine Damen und Herren. Das ist wie ein Etikettenschwindel. Stellen Sie sich vor, Gammelfleisch, wenn Sie das neue Etikett draufkleben, 1A Rinderfilet, ist es nach wie vor Gammelfleisch. Beim Genuss könnte Sie denken, ist aber interessant mariniert. Aber es bleibt Gammelfleisch. Und Schulden bleiben Schulden. Da kann man nichts machen. Und es werden weiter welche gemacht. Kindergrundsicherung. Wir müssen Umbau der Volkswirtschaft hinbekommen. Das kostet jede Menge Geld. Wir müssen, ich sage es mal so, wir haben vielleicht eine Wirtschaftspolitik. Sie kennen mich, ich bin vom diplomatischen Dienst, noch Luft nach oben hätte. Ja, von Wirtschaftskoryphäen möchte ich da nicht sprechen, eher von Wirtschaftskoniferen. Nein, das nehme ich zurück, es wäre eine Beleidigung für den Baum. Meine Damen und Herren, wenn man alles dafür tut, dass im Grunde genommen die Industrie aus Deutschland gerne immer stärker weggeht, nehmen die auch Wohlstand mit, nehmen die Wachstum mit. Und was wird die Politik machen? Sie wird natürlich versuchen, das auszugleichen mit noch mehr Sozialleistungen, mit Auffangmodellen. Wenn Ende des Jahres dann die Gas- und Strompreisbremse ausfällt, wird man da eine Kompensation finden. Und unser Bundeskanzler Olaf Scholz, im Grunde genommen Vati nach Mutti. Mutti war ja schon eine emotionale Frau, ja. Aber Olaf Scholz wird dann mit aufgrund seiner SPD-Mitgliedschaft sagen, wir müssen noch mehr für die Bevölkerung tun, weil ansonsten der Wohlstand verloren geht. Ich finde mal faszinierend, wenn ich Olaf Scholz dann sehe, mit welcher Vehemenz, natürlich nicht, mit welcher Ruhe, Behäbigkeit er seine Politik verkauft. Im Vergleich leidet Rudolf Scharping unter ADHS, meine Damen und Herren, oder? Ja. Auf jeden Fall wird da deutlich mehr dann kommen. Dann haben wir natürlich dann auch die grüne Transformation. Die kostet Geld. Fragen Sie mal Ihren Heizungsbauer. Das Russengas war absolut günstig. Das ist vorbei. Und auch wenn Robert Habeck jetzt sicherlich ausgebremst worden ist, wir werden in nächster Zeit natürlich sehen, dass Mieten teurer wird, weil die Vermieter natürlich die Wärmepumpe und alles, was es gibt, umlegen wird auf die Mieter. Es wird noch teurer werden. Das heißt, wir werden noch mehr Geld vom Staat reinbuttern müssen, damit es nicht schlimm wird. Staatsverschuldung ist gekommen, um zu bleiben. Und da sehe ich keine Möglichkeit, wie wir das anders hinbekommen. Und Sie kennen das alle, wenn es ja große Ziele gibt, da kann man nicht an Stabilität denken. Da müssen Schulden gemacht werden. Die machen wir munter weiter. Ich finde es faszinierend, dass Deutschland mittlerweile ja auch, das dritte Mal in Folge, die Defizitkriterien nicht einhält. Deutschland könnte der Eurozone heutzutage nicht beitreten. Faszinierend. An sich sollten wir Italienisch lernen. So, jetzt haben wir einen Nachteil natürlich. Die Renditen sind gestiegen. Oliver Riedl hat es gesagt, jetzt kann man sagen, es gibt wieder Zinsen, das ist für die Sparer vielleicht zunächst mal gut, aber es ist natürlich dann für die Bewältigung der Staatsverschuldung ganz, ganz schlimm. Ja, und beides ist eine toxische Mischung. Aber wir wissen ja, die Notenbanken, auch die EZB, ist in hohem Maße sehr
flexibel, sehr pragmatisch. Wir müssen einfach die Inflation nicht richtig bekämpfen. Dasselbe Bild nur jetzt mal mit den Renditen für durchschnittliche Renditen für Deutschland, Italien, Frankreich. Ziehen wir mal von Renditen die Inflation ab, ist das Bild doch direkt viel angenehmer. Die Amerikaner haben nach Kriegen, Golfkrieg, Vietnamkrieg, Erster, Zweiter Weltkrieg immer die Notenpresse angeworfen, Inflation laufen lassen, damit man die Überschuldung etwas unorthodox umgehen wird. Und das wird natürlich definitiv weiter so gemacht. Wir können uns keine normalen Zinslandschaften mehr leisten, sonst fliegt uns die Eurozone um die Ohren. Das werden wir nicht zulassen. Wir werden jede Bankenkrise, Schuldenkrise irgendwo lösen müssen. Da kommen wir an ein bisschen ist gut gesagt, da kommen wir an eine massive Unterstützung eben auch durch die Notenbank auch in Zukunft nicht vorbei. Es funktioniert nicht mehr. Und dann heißt es natürlich, es gibt wieder Zinsen. Wie oft muss ich mir bei Besuchen bei meinen Schwiegereltern anhören, du mit deinen Aktien, es gibt doch wieder Zinsen. Endlich. Saulus wurde zum Paulus. Das kann man natürlich zuerst mal sagen, interessanterweise, wenn man die Umlaufrendite sieht, seit 40 Jahren bis vor kurzem, bis Ende des letzten Jahres, ein Abwärtstrend. Normalerweise hätte das ja dem Aktienmarkt, dem DAX ja dramatisch zusetzen müssen. Warum? Es gibt ja die Alternative, ist aber offensichtlich nicht der Fall gewesen, meine Damen und Herren. Und ich sage ja immer wieder, Zinsen sind schön, wenn etwas übrig bleibt nach Inflation. Man kann bei Zinspapieren nicht die Inflation ausblenden, das macht keinen Sinn. Das wäre unlogisch. Also von daher sehen wir uns das Bild doch mal anders an. Was bleibt denn eigentlich von Zinspapieren nach Inflation übrig? Und wenn wir hier einfach mal schauen, 2021, das war der Tiefpunkt der nominalen Zinsen. Da habe ich aber auch schon jetzt die Inflation abgezogen. Und wenn wir hier sind, dann können wir zumindest für Europa sagen, nach Inflation bleibt nach wie vor nichts übrig. Gut, in Amerika haben wir natürlich jetzt Realzinsen, aber wer ist denn grundsätzlich dann auch bereit, etwas exotischere Dinge zu kaufen? Typischerweise geldmarktnah, Staatspapiere in Deutschland, da ist man überhaupt, das ist ja das, was bei uns gekauft wird. Es lohnt sich nicht und wird sich auch in Zukunft nicht lohnen können, weil ansonsten unsere Finanzsysteme massiv zusammenbrechen. Jetzt könnte man natürlich sagen, ja, aber die Notenbanken haben die Zinsen doch erhöht. Ja, sie haben etwas gemacht. Gestern haben wir von Jerome Powell, ich habe die Pressekonferenz gesehen und auch seinen Vortrag mit seiner Brille, die er aufsetzt und dann sehr kritisch in die Menge schaut. Hat denn irgendjemand von Ihnen gedacht, dass er gestern gesagt hätte, Holdrio, das war die letzte Zinserhöhung, ab jetzt brechen die besten Zeiten der Welt aus? Der Mann verkörpert Glaubwürdigkeit. Er muss natürlich jetzt sagen, dot plot, zwei Zinserhöhungen sind noch geplant, aber man muss natürlich auch weiterschauen. Dafür sind im nächsten Jahr 4 Zinssenkungen geplant und dot plot kann man natürlich auch arrangieren, kann man auch glätten, indem man sagt, dot plot kämpft gegen Datenabhängigkeit. Sollten wir also, wovon ich ausgehe, eine Inflation bekommen, die zumindest im Trend etwas runtergeht, hat er das Argument zu sagen, ich mache da vielleicht noch eine Zinserhöhung und dann sind wir durch. Da brennt nicht viel an. Schauen Sie sich die amerikanische Konjunktur an, schauen Sie sich die Kreditvergabepraxis an, schauen Sie Peter, Paul und Mary an. Es läuft nicht gut, meine Damen und Herren. Und jetzt muss man sagen, was ist hier mit Europa? Ja, die Inflationsrate kommt runter, die Kerninflationsrate bleibt aber hartnäckig hoch. Die Sekundäreffekte, die Zweitrundeneffekte sind dramatisch, meine Damen und Herren. Ich finde es aber faszinierend. Ich habe einen Freund beim Sozialamt in der Stadt Köln. Der freut sich tierisch darüber, dass er 10% mehr Gehalt bekommt. Interessanterweise hat die Stadt Köln ihre Preise dramatisch erhöht. 9,2%. Was bleibt dann übrig? Die Zweitrundeneffekte, die machen uns kaputt. Die werden nach wie vor da sein. Das heißt, wir werden seitens des Staates, der immer mehr Geld in die Märkte pumpt, natürlich einen Inflationsdruck haben, weil ganz einfach das Angebot an guter Wirtschaft fehlt. Der Staat wird die Inflation nicht, die Notenbank wird die Inflation nicht weiter bekämpfen können, sodass man sagen könnte,
Marius Müller-Westernhahn, kennen Sie. Was hat er gesungen? Ich bin wieder hier in meinem Revier, war wirklich nie weg, hab mich nur versteckt. Die Inflation, die Mitte der 80er Jahre bis 2019 in der Tat weg war, das war eine Ausnahme von der Regel. Sie ist jetzt wieder da. Sie wird uns nicht mehr verlassen. Und sie wird nicht wirklich bekämpft nach dem Motto, die 4% Inflation sind die neuen 2%. Sie sind da. Und das darf ich an der Stelle auch sagen. Machen Sie sich mal den Spaß, wenn Sie das nächste Mal einkaufen gehen, meine Damen und Herren. Schreiben Sie sich mal das Datum und die Preise auf. Und genau in einem Jahr gehen Sie noch mal einkaufen und schreiben sich die Preise auf. Da werden Sie mit 8-10% nicht hinkommen. Und ich spreche nicht von Kaviar, von irgendwelchen Luxusgütern. Inflation ist eindeutig da. Und weil das so ist und weil die Welt Inflation nicht wirklich bekämpfen kann, sondern nur kosmetisch, ja, es kreist der Berg und gebar eine Maus, ja, die Notenbanken nicht mehr die Zuchtmeister sind, da sehe ich, dass unser Zuchtmeister aufsteht hier, ja, so bin ich der Meinung, dass Zinssparen nach wie vor nicht interessant ist. Jetzt werde ich am Ende noch mal musikalisch. Spider-Murphy-Gang, die Älteren unter Ihnen kennen das noch. Skandal um Rosi. Wie heißt es da in einem Vers? Ich übersetze ihn mal frei. Und wenn dich dein Zins nicht liebt, wie gut, dass es die Aktie gibt. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Applaus